Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink für die Switch. Letzte Folge haben wir die Wolf-Kampagne fertig gemacht, also die Starfox-Kampagne. Dieses Mal machen wir die Kampagne fertig vom lebenden Schwan, von Judge. Nicht Schwan, sondern Schwarm. Es sind ganz Geheimnisse. Wir machen uns auf den Weg zu diesem unbekannten Planeten. Unbekannt, da fliegen wir jetzt rauf. Ja, gucken wir mal. Rein da. Zumindest kommt da ein Signal her, was wir uns mal zu Gemüte führen werden. Ich bin nicht gern willkommen hier, aber ich nähere mich Necrom. So sehr ich diesen gruseligen Ort verabscheue, er darf nicht von der Legion zerstört werden. Okay, Necron hört sich an wie so ein Todesplanet. Also er ist auch 100% eingenommen. So, wir fliegen mal dahin. Oder was finden? Das ist ein Turm. Mal gucken, wie schwer die Türme sind. Sagen ja. So, zerstört das Ding. Ich muss natürlich den Prime finden, das ist das Wichtigste. Danke für die Hinweise auf die Position von Necroms Prime. Jetzt noch ein paar Extraktoren zerstören und wir wissen genau, wo er ist. Gut, machen wir alles auf dem Weg liegt, machen wir natürlich. Aber jetzt wollen wir erstmal die Mission hier beenden. Nur, wir wollen die Welle der Übertragung erreichen. Sie ist nicht mehr so weit weg, wie man sieht. An den Dieben gebildet zu sein. Jetzt geht noch daran vorbei. Wow, dieser Ort ist ein Friedhof. Ich habe noch nie so viele Primes an einem Ort gesehen. Und sie sind alle zerstört. Was ist denn passiert? Da ist Dr. Thorn. Fragen wir sie. Ja, okay. Unser Schicksal erwartet uns. Könnt ihr es spüren? Hier wird sich alles entscheiden. Was ist mit all diesen Primes geschehen? Das war der Schwarm. Die Hüter herrschten einst über diesen Planeten. Dann fiel hier der Schwarm ein, wegen des Elektrums. Die Hüter versuchten, ihre Ernte zu schützen, aber sie hatten keine Chance. Der Schwarm kann sich mit dem Nova von Legion-Maschinen verbinden und von ihnen Besitz ergreifen. Die Legion hat nicht gegen den Schwarm gekämpft, sondern gegen sich selbst. Equinox, das ist es! Signaturen von Schwarmleben und sie kommen direkt aus dem Kopf des mittleren Prime. Wie sollen wir diese Panzerung durchdringen? So viel Feuerkraft haben wir nicht. Diese Primes aber schon. Wir könnten mit ihren eigenen Lasern ein Loch zum Schwarm brennen. Großartige Idee, Mason Runner. Jetzt weiß ich, warum St. Grant dich für seine Expedition ausgewählt hat. Okay, das machen wir. Vielleicht doch seine Haare? Stimmt. Masons Haare sind echt super. Sie sitzen sogar in der Schwerelosigkeit perfekt. Ziemlich krass. Können wir uns auf die Mission konzentrieren? Geht das? Gehen wir nach oben. Warnung, atmosphärische Verschmutzung erkannt. Die Triebwerke sind beeinträchtigt. Diese Primes haben noch einiges an Saft in sich. Bringt diesen Fokuskristall an einem ihrer Schwänze an.
Welchen Fokuskristall? Welchen Fokus? Ist er da drüben? Okay. Wo bleibt hier? Da, den hier, okay. Großkristall an einen Schwanz anbringen. Wäre hier, oder? Zwei Primes im Kampf miteinander. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Wie alt bist du? Alt genug, mein Kind. Okay. Oben ist auch ein Prime? Wie kommen wir denn da hoch? Warnung. Atmosphärische Verschmutzung erkannt. Die Triebwerke sind beeinträchtigt. Wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Wir brauchen ja definitiv irgendwas anderes. Hier drin. Kriegen wir noch mehr von diesen Steinchen her? Kriegen wir noch mehr von diesen kleinen Steinen her? Das ist die Frage. Mehr habe ich gar nicht gesehen. War da noch irgendwo hier oben drauf? Also hier war das. Atmosphärische Verschmutzung erkannt. Die Triebwerke sind beeinträchtigt. Okay, ich habe Necroms Prime lokalisiert. Ich aktualisiere jetzt die Sternenkarte. Da ist noch ein Stern, okay. Und noch? Oh! Also nur nach oben. Hier ist noch einer. Den müssen wir aber ganz da hoch, ne? Da können wir aber gar nicht so hoch kommen, denn wir können damit leider nicht fliegen. Das heißt, wir müssen wieder so ein geiles Jump'n'Run hier machen, oder was? Ja. Ach Mist, warte. Okay, ich kann auch noch. Okay, dann können wir ja nur hochkommen, wenn wir Jump'n'Run-mäßig hochladdern, glaube ich. Anders kommen wir da nicht hoch. Hm. Muss er auf jeden Fall ein. Nee, warte mal, wie muss er da hoch? Warte mal. Da hinten muss er hoch. Oh. Da muss er hoch. Okay. Wie kommen wir da hoch? Müssen wir rüberfliegen irgendwie, aber wie? Von da vielleicht, ne? Wie auch erstmal hochkommen da. Irgendwie gibt es einen Weg da hoch, warte mal. Auch hier gibt's einen Weg hoch, okay. Versuchen wir mal. Jeder, der dieses Let's Play verfolgt hat, weiß, dass ich dieses hier hasse. Kommen wir jetzt schon auf das andere Dach rüber da? Okay, wir müssen noch. Da. Hier überhaupt rüber? Denn da hochkommen.
Quatsch. Wir müssen ja hier irgendwie, da müssen wir ganz hochkommen. Aber wie kommen wir da hoch? Geben. Ich muss ja irgendwie über diese Pilze ganz nach oben kommen. Aber wie? Hier kommt man auf jeden Fall irgendwie bestimmt. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Ich weiß wirklich nicht. Für mich schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also gibt es da einen anderen Schleichweg hoch? Annäherungsalarm, Extraktor entdeckt. Maximale Energiewerte. Wir müssen unsere Verbündeten vor solchen Bedrohungen schützen. Nee, wir wollen den Ultenextraktor nicht. Schnell handeln. Wir gucken mal, ob es noch einen anderen Weg gibt. Extraktorposition markiert. Weitere Details auf der Sternenkarte. Müssen wir irgendwie hochkommen. Ich weiß nur noch nicht wie. Mit diesem Ding hier leider nicht hochfliegen. Ah, von da, von der Seite. Da kommen wir doch hoch. Hab ich gesehen. So, und dann hier schön längs balancieren oder was? Oh, das kann natürlich auch eine Hardcore-Kiste. Oh nein, lebe ich noch. Kann ich jetzt auch so hochspringen? Okay, aber das geht auf jeden Fall. Darüber. So. Ihr habt den Kern freigelegt. Super. Bringt ihn jetzt zu mir, damit wir unsere Belohnung einsammeln können. Leute, ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Das ist unsere Chance, die Legion zu besiegen. Wir sollten die Mission beenden. Sorry, Chase. Wir übergeben den Schwamm an Thorn. Bestimmt nicht ganz so. Die ist bestimmt ein Monster, diese Thornletten. Die will alle töten. Nimm mal ab. Als die Hüter das erste Mal auftauchten, gaben sie sich als Entdecker aus. Sie gaben uns einen Vorgeschmack auf ihre großartige Technologie. Lockten uns mit einer großartigen Zukunft in den Sternen. Doch das war eine Lüge. Sie nahmen uns unsere Kultur und unsere Freiheit und beraubten unsere Welt ihres rohen Elektrons. Zerquetschten uns unter dem Stiefel der Legion. Und eines Morgens waren sie weg. Ohne Warnung. Ohne Erklärung. Einfach verschwunden. Meine Leute feierten ihre neue Freiheit. Aber ich konnte es nicht. Die Hüter waren weg. Aber nichts würde sie davon abhalten, eines Tages zurückzukehren. Jede Spezies hat eine Schwäche. Ich durchstreifte die Galaxie auf der Suche nach einem Mittel gegen die Hüter. Auf einer Reihe kahler Planeten habe ich endlich meine Antwort gefunden. Der Schwarm. Ich brauchte nur ein lebendes Exemplar. Fast hätte ich die Hoffnung darauf schon aufgegeben. Bis ich auf Sand Grand und Judge traf. Mit den Schwarmexemplaren, die wir gefunden haben, könnte ich das Sternensystem retten. Und
Mit Judge die Galaxie. Ich brauche Judge. Ich finde die Hüter und werde sie mit Hilfe des Schwarms ausschalten. Okay, ganz so toll ist sie auch nicht. Sie will so einen Genozid machen. Judge ist keine Waffe. Du hast Mason gehört. Die Antwort lautet nein. Wenn wir Judge ausliefern, dann wären wir nicht besser als Gregs. Aber es interessiert sie gar nicht. Ich habe nicht jahrhundertelang geschuftet, um mich dann von euch aufhalten zu lassen. Ihr wisst nicht, wie das Leben unter den Hütern war. Also, lasst mich euch einen kleinen Vorgeschmack geben. Der Schwarm hat von diesen Zyklopen Besitz ergriffen. Aber warum greifen sie uns an? Warum sind sie so wütend? Sie sind nicht. Sie haben Angst. Sie waren für Jahrhunderte in Kranke am eingeschlafen. Sie denken immer noch, es ist Krieg. Gestört ihre Legion-Wirte, ziehen sie sich in der Prime-Kern zurück. Und was dann? Ich werde versuchen, sie zu Verlust zu bringen. Kann sie nicht zerstören. Den makellosen zu stoppen. Das sind aber drei. Ach, nur einer davon ist verwundbar. Aber welcher ist das? Zurück, wenn ihr den Zyklop zerstört, von dem er Besitz ergriffen hat. Okay. Mist. Ups. Schützt ihn. Blau. Ups. Eieiei, da. Muss er eben eine Schwachstelle haben. Kämpft sie nicht. Und der Resistent gegen alle, die ich hab. Doch resistent gegen meine andere Waffe? Besten? Ah, guck mal. Der Fleisch gewusst.
und uns ein bisschen Zeit sparen können. Der gesamte Schwarm ist zurück im Kern. Bring den Schwarm per Starlink zu Equinox. Das ist äußerst riskant. Und wenn er vom Schiffbesitz ergreift, die Equinox ist unser einziger Weg nach Hause. Da liegst du falsch. Die Equinox ist unser Zuhause. Ich vertraue, Judge. Wir machen es. Ich werde den Schwarm absorbieren. Sie werden zu einem Teil des Kollektivs, das als Judge bekannt ist. Erinnerungen kommen zurück. Ah, wer kam nach Atlas? Hungrig nach Elektro. Nein. Die Hüter griffen uns an. Wir schlugen zurück. Wir bereuen den Konflikt. Wir wurden zu Judge und haben endlich Frieden gefunden. Ein großer Teil des Schwarms war also hier in Atlas. Aber keiner weiß, wo er ist. Diese wenigen Überbleibsel des Schwarms sind der Beweis, dass meine Spezies noch lebt. Eines Tages werden wir sie finden. Aber wo ist Thorn? Wo ist sie hin? Sie ist fort. Entkommen, als wir mit dem Schwarm beschäftigt waren. Dann spüren wir sie auf und kümmern uns um sie. Sie muss das System schon zur Hälfte durchquert haben. Tut mir leid, Mason. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Den ersten Verrat vergisst man nie. Wir werden Thorn noch einmal begegnen. Hey, falls es irgendwie hilft, ich habe die Koordinaten des letzten Datenbehälters gefunden. Ich sende die Koordinaten rüber. Vielleicht ist das ja was. Nur für den Fall. Und ich werde auch nichts dafür berechnen. Ich schaffe den letzten. Okay, holen wir uns den letzten Kanister noch. Wissen wir auch, worum es da überhaupt geht im letzten Kanister, wer dort beschrieben wird. Könnt ihr euch erinnern an die ersten Folgen? Da hatten wir die Kanister gefunden und einen Kanister konnten wir nicht finden. Und das ist dieser hier. Wird schon spannend. Bin gespannt. So, wir fliegen direkt runter. Ich mag dieses Reinfliegen in die Atmosphäre, ich finde das irgendwie super. Kareet, ich komme. Kareet, mal sehen. Ich empfange nominale Legion-Signale von hier. Wirkt relativ sicher. Gut, und guck mal, wir sind auch fast in der Nähe vom Behälter. Ich nähere mich dem letzten Behälter. Leute, das ist er. Wir kennen jetzt alle Berichte, bis auf meinen. Stimmt. Willst du ihn dir alleine anhören, Mason? Nein, ist schon in Ordnung. Hören wir ihn uns an. Equinox-Daten geborgen. Alle Equinox-Behälter wurden geborgen. St. Grants Tagebuch. Betreff Mason Runner. Mason ist ein brillantes, junges Genie. Er hat in seinen ersten 20 Jahren schon mehr erreicht als ich in 40. Früher hatte ich Angst davor, was uns in den Sternen erwarten würde. Doch dann traf ich Mason und sah, dass er dem Unbekannten gegenüber keine Angst verspürte, nur Hoffnung. Er wird Erfolg haben, wo ich einst scheiterte. Die Equinox ist ein kleines Schiff, eine kleine Familie in einem großen, gefährlichen Universum. Aber mit Masons Optimismus, Kreativität und seinem Vertrauen in seine Freunde werden wir nie allein sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, wir alle vermissen ihn. Aber zumindest haben wir uns. Danke, Levi. Das hast du schön gesagt. Mason? Ja, Shade? Nur nicht abheben. Von wegen Genie und so, okay? So, das war's. Jetzt können wir noch das Weltraum-Ding hier retten, wenn wir wollen. Könnten wir jetzt machen, aber machen wir jetzt nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen und damit ist eigentlich die Let's Play-Reihe abgeschlossen. Die 100% werde ich vielleicht nochmal nachreichen, weiß es nicht. Aber für diesmal ist Schluss. St. Grants Geheimnis haben wir gelüftet und auch die letzte Mission erfolgreich bestanden. Es gibt noch so viel zu entdecken.
Wir warten, bis das nächste Addon kommt und dann geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss.